was ist das für ein Geräusch? Oh, nur mein cooleres Ich, das raus will. Ah, wo sind meine Mädels? Was für eine Hübsche! Hi! Oh, wow! Mhm, weiter so. Hi, Kim! Hi! Ich wäre gern so wie ihr. Ich werde es euch schon zeigen. Los geht's. Was? Zuerst müssen wir dich sauber machen. Mach dich bereit. Aha. Ich glaube, ich sehe Nemo hier drin. Das wäre cool. Schon besser. Mein Rücken tut weh, weil ich den ganzen Tag all diese Schönheit getragen habe. Setz dich. Alles ist so weiß und glänzend. Ja, fast alles. Ich habe etwas, das dir helfen wird. Bist du bereit für deine weißen Beißerchen? Hä? Ich mache die Dinge auf meine ganz eigene Art. Schätzchen, falsche Seite. Ah, verstehe. Danke. Das ist Gold. Wenigstens funktioniert's. Hey, jetzt habe ich voll das Zendaya-Lächeln. Ich glaube, wir brauchen was Stärkeres. Diese Pille wird die gelbe Farbe beseitigen. Nimm sie. Blue, da, bidi, da, bidi, da. Interessanter Geschmack. Und nun der spezielle Aufhellungsstift. Schau zu und lerne. Lass mich mal sehen. Ich bin voll der Zahnarzt-Picasso. Jetzt müssen wir warten. Genau wie die Jungs, deren Nachrichten ich erst nach einer Woche lese. Zeit ist um. Oh, meine Augen. Oh, Alfredo. Hey, Leute, ich bin... Komm bitte her. Ich bin ein supermännlicher Butler, der zur Rettung eilt. Hier gibt es nichts zu sehen. Ihre Sonnenbrille, Fräulein. Wo ist sie? Oh. Oh, wunderschön. Ja, eine hinreißende junge Dame. High five. Danke, Leute. Oh, was macht denn die Brücke da? Bist du eine Katze? Ich habe ein Köfferchen für dich. Sieht glänzend aus. Was ist denn da drin? Wirst du schon sehen. Komm zu Papa, Kleines. Was? Bleib einfach cool und du wirst im Handumdrehen cool aussehen. Aha, perfekt. Fühlt sich voll glatt an. Wow, ich will das an den Augenbrauen probieren. Voller Einsatz. Ein bisschen da und auf der linken Seite. Oh, nein, 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 so geht das nicht. Autsch. Das kriegen wir hin, keine Panik. Ist es jetzt besser? Wow, danke. Wunderschön. Ups. Starke Waden und noch stärkere Behaarung. Ich hab da was für dich. Ist das ein Tattoo? Nein, etwas, das du im Moment viel dringender brauchst. Ha, fertig. Das zieht vielleicht ein bisschen süßer, aber es ist für einen guten Zweck. Halt einfach schön still. Was? Warum? Auf drei. Drei! Nochmal. Nein, 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 bitte nicht! Okay. Ich habe eine bessere Option. Schau zu. Sahne, lass mich mal probieren. Lass mich mal. Ich liebe diesen Geschmack. Dann räumen wir diese Bad Boys hier mal auf. Es schmeckt etwas sauer. Oh, Schätzchen, du sollst das doch nicht essen. Das ist Schaum für die Haarentfernung. Oh nein. Nenn mich Edward, denn diese Hände sind scharf. Es ist im Nu vorbei, keine Sorge. Aber wenigstens funktioniert's. Tut es das wirklich? Lass mich sehen. Oh, wow. Die sind voll weich und glänzend. Oh. Schau sich einer diesen üppigen Schnurrbart an. Oh, ich kann nicht. Oh. Autsch. Was? Regnet das Shampoo? Schätze ja. Oh. Aber was für ein Shampoo? Oh je, dass das Dwayne Johnson benutzt. Ach, das ist nicht gut. Oh nein. Oh, jetzt siehst du aus wie mein obdachloser Freund Michael. Wir lassen dir auf jeden Fall eine Perücke fertigen. Keine Sorge. Meine Füße jucken total. Ich frag mich, warum. Es juckt so sehr, dass ich einfach kratzen muss. Hey, die hier sind nur für dich. Danke. Ich hatte noch niemals eigene Stiefel. Ich probiere sie an.
Ach, Süße, nein, die sind für deine Füße. Die brauchen eine Maske. Pflanzenmilch, Gewürze und weitere schöne Dinge. Wir werden deine Füße zum Glänzen bringen. Okay, los geht's. Der Vogel hat das Nest betreten. Und nun zur anderen Seite. Rein mit dir. Oh, meine Füße erleben das Nirvana. Wow. Die sind wie neu geboren, nur ohne die Sauerei. Oh, so weich und seidig. Hä? Moment mal. Schokoladenmilch. Wen soll ich als nächstes ghosten? Fräulein? Was? Ich helfe Ihnen, Fräulein. Das war so cool. Lecker. Warum sehe ich eigentlich so gut aus? Gilt das in manchen Ländern als Verbrechen? Moment, was? Lass mich mal sehen. Wow. Du, weg mit dir. Ich sehe was, was du nicht siehst. Es guckt gerade keiner, oder? Ich komme, um eure Stadt zu zerstören und eure Freunde zu daten. Oh, was? Ich muss die Challenge annehmen, da führt kein Weg dran vorbei. Und los geht's. Ich würde eine ziemliche Sauerei, aber wen interessiert das schon? Schmutzig. Ich spiel's einfach runter. Neben mir sehen die Niagara-Fälle aus wie Regentropfen. So benutzt man das also. Wollen wir einen TikTok machen zusammen? Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Ich bin ein Profi. Ich mache mich professionell lächerlich, um beliebt zu sein. Normalerweise esse ich Müsli aber so gar nicht. Aber ich schätze, es hat weniger Kalorien, weil nicht alles reinkommt. Eiskalt, eiskalt. Oh, Schätzchen, was ist denn mit deinen Haaren passiert? Lass uns das in Ordnung bringen. Autsch, mein Kopf, das tut weh. Das ist eine totale Folter. Ich kämm doch nur deine Haare durch. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Nein, wir brauchen ein Notfallset. Butler? Ein Notfallset? Ich bin schon hier, Fräulein. Setz dich. Wer? Ich? Los. Setz dich, Fräulein. Bist du bereit? Wow. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so hübsch. Das ist meine beste Arbeit. Vielleicht kann auch ich selbstbewusst sein. Passt nur auf, Jungs. Oh, du bist so wunderschön. Du darfst gehen. Okay. So wunderschön. Und ja, nun musst du noch richtig glänzen. Glänzen? Ja, wir verpassen deinem Haar das gewisse Etwas. Das kommt hier hin. Du weißt inzwischen, wie es geht, oder? Halt mal, ich muss meinem Schwarm schreiben. Wow. Ich habe eine geniale Idee. So macht man doch Piercings, oder? Ausprobieren schadet nicht. Was? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Oh nein, du hast das Make-up und auch alles andere ruiniert, was wir für dich getan haben. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich mach das wieder gut. Siehst du? Es hat geklappt. Alles sauber. Was? Okay. Steh auf. Ich glaube, diese Klamotten jucken mich etwas. Ich weiß nicht wirklich, warum. Aber, wir müssen dein Outfit ändern. Aber es gefällt mir. Keine Sorge, das Outfit wirst du noch mehr mögen. Aha. Lust auf den Kleidertausch, Tan? Ja, cool. Oh mein Gott, wow. Oh nein. Oh. Ist es weg? Oh, ja. Moment, das Schlimmste ist eingetreten. Meine Nägel sind ruiniert. Ganz ruhig, ich kann dir helfen. Wo ist das? Ich kann helfen. Die absolut beste Qualität. Das wird helfen. Oh mein Gott. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Ich werde die wichtige Frage stellen. Nimm das. Oh, das ist perfekt. Danke tausendmal. Hallo, Darkness, my old friend. Was kann ich tun? Ich habe eine Lösung. Guck hier. Polymerization Time. Hier, bitte sehr. Und, gefällt's dir? Es ist wunderschön. Wirklich? Oh, danke, Süße. Was für ein wunderschöner Tag. Weißt du, dieses Makeover hat mein
mein Leben verändert. Vielen Dank. Gern geschehen. Mein Cocktail ist leer. Alfredo! Alfredo! Ich schlafe nicht. Ja, Fräulein? Was? Oh. Ha? Was ist denn los? Autsch, ich muss was tun. Ich weiß, was zu tun ist. Ich bin absolut zuversichtlich, oder sollte ich sagen, Vera zuversichtlich? Die gute alte Aloe. Ja. So, schön stillhalten. Moment mal. Danke. Es hat geklappt. Oh, so cool. Lass uns zusammen chillen, komm. Vom Butler zum... Okay, die Zeit ist rum. Keine Teilnehmer mehr. Ginger. Ich werde gewinnen. Nein, ich werde gewinnen. Okay. Kim, wie konnte sie mir das antun? Ich muss den Wettbewerb gewinnen. Denk nach, Ginger, denk. Was? Das kann nicht sein, Carla! Was? Oh nein, Miss. Beruhigen Sie sich, Miss. Ich habe Kräutertee dabei. Ja, viel besser. Ja, Moment. Machen Sie sie weg sofort. Ich habe was hier. Stillhalten, Miss. Es wird nicht wehtun. Ach, tut mir leid, Miss. Vielleicht wird das hier besser funktionieren. Sicher, dass mir das nicht wehtun wird? Nein, Miss, das wird es nicht. Entspannen Sie sich einfach. Sehen Sie, die Haare sind fast weg. Viel besser. Oh, Sie sind schon fertig. Sie sind so glatt. Oh, wie unfair. Ich muss versuchen zu gewinnen, Luis. Wir werden gewinnen. Alles klar, dann mal sehen. Oh, das ist eine Menge Arbeit. Was kann ich denn nur nehmen? Oh, ja, ich habe eine Idee. Ja, meine Liebe für Avocados nutzt noch was. Mal sehen. Oh, sie ist schon reif. Lecker. Jetzt mache ich sie zu einer leckeren Creme. Und los geht's. Yay! Ich habe gehört, Avocado-Creme soll gut für die Haut sein. Finden wir es heraus, ob das stimmt. Ich werde endlich diese Haare los und mache meine Haut gleichzeitig weicher. Yay! Oh, endlich! Kim, nein! Was machst du da? Dad, ich kann das erklären. Ist das Essen auf dem Boden? Kim, du kannst nicht einfach Essen verschwenden. Nein, Dad, bitte! Ein Avocado-Sandwich, das hatte ich so lange nicht mehr. So gut! Klar, Dad. Ich bin total müde. Natürlich, Miss. Sie hatten einen harten Tag. Oh. Sie müssen sich ausruhen. Das sollten Sie sehen, Carla. Miss, ich glaube, wir haben das Zähneputzen vergessen. Halten Sie still. Es wird nicht lange dauern. Komm schon, komm schon. Es funktioniert nicht. Vielleicht geht es damit? Ich habe das hier kürzlich zum Ausprobieren bestellt. Mal sehen, wie es so funktioniert. Machen Sie den Mund auf, Miss. Okay. Und wie ist es? Angenehm? Oh je. Möchten Sie was lesen? Moment, ich hole ein Buch. Es waren einmal ein König und eine Königin. Und sie beide liebten... vielleicht etwas Musik? Moment. Endlich sind meine Geigenstunden zu etwas gut. Ach, es soll aufhören. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich Dummerchen. Endlich. Mit dem Lächeln gewinnen Sie auf jeden Fall. Ja, mein Lächeln ist zauberhaft. Endlich, Luis. Ich werde den Wettbewerb gewinnen. Klar, Süße. Besonders mit den gelben Zähnen. Luis, warum sind deine Zähne so weiß? Weil ich... Das geht nicht. Was kann ich denn benutzen? Ich habe eine Idee.
Ich nutze weiße Farbe und male meine Zähne einfach weiß. Oh, ich bin so ein Genie. Und warum nicht ein bisschen mehr? Kim, bist du ein paar Erd? Was machst du da? Ich will ein Hollywood-Lächeln. Sieh mal. Ein Hollywood-Lächeln. Kim, du hättest mich fragen sollen. Das ist giftig. Gib her. Das ist natürlich. Mund auf. Oh, mein kleiner Schatz. Mutter Natur hilft immer. Wird das wirklich klappen, Dad? Natürlich, Schatz. Und deine Zähne werden so weiß sein wie meine. Oh, oh Gott, nein. Es hat funktioniert. Meine Haut spannt. Und trocken ist sie auch. Was soll ich nur zum... Ich brauche eine Maske. Besser. Aber wie wär's mit... Augenmasken. Ja, aber die sind irgendwie langweilig. Die sieht cool aus. Nein, diese Masken sind zu langweilig. Ich brauche was Besonderes. Guten Morgen, Miss. Ich habe ein neues Gadget für Sie. Sieht cool aus, oder? Was ist das? Ich mache nur die edelste Maske für Sie. Die erste Zutat, Ihr Lieblingscocktail. Den gießen wir hier rein und nun brauchen wir etwas Gold. Ich habe eine Reibe dabei, natürlich. Dann reiben wir sie mal zu Puder, ganz genau so. Und die letzte Zutat, Gold-Elixier. Diese Geheimzutat ist seit Generationen in Ihrer Familie. Und nun wird alles schön vermischt und zur perfekten Gesichtsmaske. Wow, wie cool! Diese Maske ist echt perfekt. Wow, die ist so gold. Ich muss sie gleich mal testen. Oh, das ist so perfekt. Hey Leute, seht euch meine neue Gesichtsmaske an. Ich bin so schön. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Was? Wow, nein, wie kann sie sich sowas leisten? Schaut euch nur meine neue Maske an. Sie macht eine Maske. Und ich sitze hier mit meinen Pickeln. Ich muss Zutaten für eine Maske finden. Mal sehen. Oh, meine Aloe, natürlich. Komm schon. Komm schon. Blöde Pflanze, ich reiß es einfach ab. Super, Dad hatte recht. Mutter Natur ist einfach die Beste. Aloe soll echt gut für die Haut sein. Super, nun muss ich sie nur noch auf dem Gesicht verteilen. Etwa so. Oh nein, meine Hand klebt fest. Oh nein. Dad! Was ist los? Ich bin meine Hände kleben fest. Oh, ich klebe fest. Ich bin gerettet. Es hat geholfen. Ich habe keine Pickel mehr. Was ist das? Oh, Aloe, schön. Zeit, sie abzunehmen. Wie erfrischend. Ist das wirklich... nicht heute, Mr. Pickle. Ich habe ein Geheimnis. Autsch. Ich bin hier, ich komme, Miss. Tu dies bitte schon, weißt du? Okay. Miss, bitte halten Sie still. Oh. Autsch, autsch, autsch. Oh, komm schon. Es hat geklappt. Danke, Carla. Ich bin sowas von schön. Oh, mein Make-up ist so teuer. So. Kannst du mir helfen, den Schornstein zu reinigen? Ich brauche Hilfe. Oh ja, der Schornstein. Hier ist die Bürste. Nein, 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 die brauche ich. Super, und jetzt nur noch auftragen. Vorsicht. Oh, nein, nochmal. Vorsichtig, vorsichtig. Warum klappt das denn nicht? Was klebt auf meinem Gesicht? Oh, Dad, du bist einfach ein Genie. Damit kann ich mein Make-up perfekt auftragen. Mal sehen. Wow, danke, Dad. Okay, ich mach's selber. So ein komisches Kind. Mein Lieblingsparfüm, das riecht so gut. Was? Warum geht das nicht?
Ich bin hier, Miss, ich bin hier. Alles gut, wir wischen das einfach weg. Und zeichnen einen neuen, besseren Lidstrich. Sehen Sie? Alles ist gut. Oh, wow, Sie sehen aus wie eine Königin. Wirklich? Beruhigen Sie sich. Ich habe eine Idee. Zuerst entfernen wir das und probieren etwas Neues aus. Das ist ein Geheimtrick, den kennt sonst noch niemand. Blau passt zu Ihren Nägeln. Sehen Sie mal. Carla, Sie sind die Beste. Das ist so wunderschön. Einfach perfekt. Vielleicht so? Oder vielleicht so? Ach, das geht nicht. Ich sehe bescheuert aus. Ich will größere Lippen. Endlich ist die Toilette sauber. Vielleicht geht es damit. Große Lippen, ich komme. Kim? Und Dirty sehe ich aus. Stimmt was nicht? Also ich mag das. Also Leute, meine Transformation ist fast... Carla? Carla, was ist das auf deinen Lippen? Ein Lippengadget. Damit werden die Lippen groß und wunderschön. Gib es mir unbedingt her! Nein! Miss, ich glaube, wir sollten es abnehmen. Nein! Bitte, Peter! Wir brauchen Hilfe! Ich bin da! Fabrizio! Fabrizio! Wir brauchen Hilfe! Mamma mia! Fertig. Carla, guck mal. Ich wünschte, ich hätte schönere Kleidung. Schatz, ich weiß, dass das ein wichtiger Tag ist. Und ich hab was für dich. Voila. Wow, wie cool. Danke, Dad. Wow, wie schön. Oh, Schatz, du bist so schön. Das hier habe ich ja auch noch für dich. Hier. Danke, Daddy. Das ist mein Glücksbringer. Passt perfekt. Oh, aber... Oh je, das Outfit ist nicht meine Größe. Ich muss was finden. Ja, das ist perfekt. So wird's gehen. Super, und jetzt muss ich sie nur noch reinstopfen. Nur noch ein bisschen. Klasse. Upsi. Und nun bin ich bereit. Und der letzte Schritt, das Outfit. Das ist perfekt. Und, es sieht super aus. Moment. Ich habe keinen Hintern. Carla! Carla, wo hast du deinen Hintern her? Das sind meine Gene. Das glaube ich dir nicht. Dreh dich um. Sieht unecht aus. Wusste ich's doch. Gib das her. Ich brauch das. Ich hab noch eine, Miss. Zieh sie mir an. Ja. Ist es fertig? Ich lieb's. Danke, Carla. Wow, Miss, sie sind so hübsch. Endlich, der Tag ist da. Ja. Whatever. Sie gewinnt sowieso nicht, weil ich coole geheime Gadgets habe. Super. Zeit, meine Haare zu machen. Damit werden meine Haare wunderschön und wellig. Wunderbar. Ich werde perfekt sein. Das ist echt cool, aber wie mache ich das mit meinen Haaren? Ich habe eine Idee. Aber wenigstens wird's funktionieren. Und dann warten wir ab.
Meine Haare sind absolut perfekt. Ich bin so wunderschön. Noch der letzte Schliff und fertig. Ich fühle mich so umwerfend schön. Wie kann sie so gut aussehen? Oh nein, Hilfe, irgendjemand! Hilfe! Ich glaube, jetzt geht's. Nein, 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 das kann nicht sein! Oh nein, die Arme! Mädels, die Zeit ist rum. Wir müssen, Ja, ich bin soweit. Nein, das ist so unfair. Ich kann so noch nicht rausgehen. Ich sollte ihr helfen. Was kann ich tun? Ah, ich habe eine Idee. Was zur Hölle? Sorry, ich bring's dir auch zurück. Oh, bitte, nicht weinen. Steh auf. Ich helfe dir. Wirklich? Ja. Oh, du siehst wunderschön aus. Wow. Danke tausendmal. Oh, ich glaube, wir müssen gehen jetzt. Okay. Dann lass uns zusammen gehen. Okay, gehen wir. Vielleicht ist das gar nicht schlecht. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserem Schönheitswettbewerb. Werden wir die Siegerin. Ich habe voll Angst, aber ich habe mein Bestes gegeben. Okay. Und was denken Sie, Herr Jurymitglied? Das sieht aus wie mein Hemd. Ich liebe es. Und die Siegerin ist Ginger. Yeah! Halt das, danke. Ich kann es kaum glauben, ich habe gewonnen. I love you all. Glückwunsch. Danke, danke. Gib her. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber weißt du, ich habe das alles nur wegen dir gewonnen. Das ist eine Belohnung. Nein. Doch, doch, bitte nimm sie. Danke. Ich kann's kaum glauben. Danke. Yay! Jay! Yo, willkommen zu meinem Schönheitswettbewerb. Lass mich los. Ihr zwei, kommt her. Zeit herauszufinden, wer all mein Geld bekommt und wer arm bleibt. Bitte nimm mich. Mal sehen, du wirst reich und du wirst arm. Komm schon, legen wir los. Yeah. Hallöchen. Das sind Lou und Lee, meine Stylisten. Das wird eine Menge Arbeit. Ja, du hast recht. Wir brauchen eine Maske. Die Maskenmaschine ist bereit für ein Wunder. Gold check. Je mehr, desto besser. Dann los. Glamourös, wunderbar. Ich glaube, sie ist fertig. Ja, absolut, Schatz. Dann mal los. Entspann dich einfach. Langsam und fertig. Wow. Ich brauche auch eine Maske. Das könnte nützlich sein. Und Eier? Ja, genau das brauche ich. Meine Mutter macht immer Gesichtsmasken mit Essen. Danke, Mom, du rettest mir das Leben. Nun muss ich alles noch vermischen. Und fertig, dann probieren wir es mal aus. Weg mit euch, blöde Pickel. Ihr seid hier nicht willkommen. Das ist so toll, hä? Wie hat sie das denn gemacht? Was? Was ist denn hier los? Oh nein, ich glaube, meine Milch ist... abgelaufen. Wie erfrischend. Mal sehen. Wow, ich sehe so gut aus. Hat gewirkt. Schatz, was ist mit deinen Zähnen los? Das wird helfen. So, schön stillhalten. Okay, dreh dich um. Ich brauche Hilfe. Okay, dann mal los. Keine Zeit zu verlieren hier. Diese schwarze Maske ist die beste auf dem Markt. Und nun muss sie wirken.
Wir brauchen für diese Mission viele Hände. So langsam wird's. Oh, das fühlt sich so gut an. Wow. Gut gemacht, wie immer. Also, ich habe keine Gadgets. Was mache ich jetzt nur? Autsch! Das habe ich auf TikTok gesehen. Einfach schrupp, schrupp, schrupp. Hat's funktioniert? Oh, ich glaube ja. Süße, dieses Kleid ist furchtbar. Wir müssen dich umziehen. Steh auf. Auf gar keinen Fall. Viel besser. Wow, Süße, das ist fantastisch. Dreh dich. Das geht so nicht. Ich muss meine Geheimwaffe einsetzen. Oh, komm schon. Dreh dich um. Fantastisch. Job erledigt. Das ist so groß. Bitte sehr. Das ist leicht. Okay. Oh, aber dieses T-Shirt. Schnürsenkel, eure Zeit ist gekommen. Enger, enger, enger. Ich mag's. Und nun die Hose. Was kann ich benutzen? Oh, das ist perfekt. Ich liebe es. Ja, schau mich an. Ich bin so cool. Wow, das will ich doch meinen. Das sieht super aus. Oh, Lee, hilf mir! Das wird helfen. Und jetzt warten wir. 1, 2, 5. Oh, wow. Was kann ich benutzen? Denkt ihr, was ich denke? Und nun warten wir. Fühlt sich gut an. Nehmen wir sie ab. Wow, die fühlen sich so groß an. Viel besser. Es fehlt etwas Farbe. Das schmeckt gut. Ich hab richtig Durst. Erfrischend. Und? Bist du bereit für etwas Magie? Oh, das ist cool. Ich weiß was. Ich glaube, die brauchst du nicht mehr. Nice. Oh, Mädels, ihr habt tolle Lippen. Kuss. Küsschen. Nein, er gehört mir. Er mag mich. Er liebt mich. Ich muss los. Er mochte mich gar nicht. Schatz, was sollen die Haare? Du bist doch nicht 5. Wir müssen dich umfrisieren. Das reicht nicht. Wir brauchen einen Ariana Grande Pferdeschwanz. Fast fertig. Bellissimo. Oh, nice. Oh, sieh mal, da ist er. Ich hab einen Plan. Das ist die Rapunzel-Methode. Komm zu mir. Du gehörst mir. Nein, bitte. Lass mich gehen. Jay! Ich rette dich, mein Liebster! Oh, meine Haare! Katastrophe! Keine Sorge, ich krieg das wieder hin. Sieht aus wie neu, oder? Wow, wunderbar! Meine Haare sind furchtbar. Ich muss irgendwas tun. Aha! Das brauchen wir nicht. Nun brauche ich einen Föhn. Da ist der ja. Ich leide mir kurz.
zuerst diese Seite. Aha. Sieht schon mal sehr gut aus. Und nun die andere Seite. Brillant. Und voilà. Ich fühle mich wunderschön so. Oh, Lou, meinst du, ich kann so gewinnen? Honey, ich glaube, du brauchst Contouring. Auf diese Weise werde ich dich noch viel hübscher machen, als du eh schon bist. Was soll denn das? Das ist eine neue Technik, Honey. Und jetzt müssen wir schön verblenden. Oh, wow, ich sehe aus wie Katy Perry. Ich muss mich auch irgendwie noch schminken. Vielleicht finde ich hier drin ja was. Hier drin ist nichts. So dreckig. Das kann ich wegwischen. Schön reinigen. Besser. Wie wär's mit Smoky Eyes? Komm schon, meine liebe Zeitung. Ich brauche kein Geld, um schön zu sein. Und nun Rouge. Süße, rosige Wangen. Aha. Und etwas für mich. Nun bist du endlich bereit. Danke, Lou. Wunderhübsch. Oh, die benutzen Rouge. Ich muss irgendwas finden, um... Hey, hier ist ein Geschenk eines heimlichen Verehrers. Ein heimlicher Verehrer? Ich frag mich, wer das ist. Du bist so schön. Hä? Nein, 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 nein. Raus, raus. Ich mach's auf. Den kann ich als Rouge benutzen. Oh, so eine schöne Farbe. Nun noch sanft auftragen. Und ein bisschen was auf die Nase. Perfekt. Keine Sorge. Für dich mache ich eine besondere Farbe. Pink ist so altmodisch. Wir brauchen eine einzigartige, glamouröse Farbe. Wow. Warte, bis du das hier siehst. Das ist eine berühmte Technik aus Paris. Gib mir deine Hand. Nur ein kleiner Tupfer auf jeden Nagel. Wunderbar. Das ist so schön. Perfekt. Einfach perfekt. Ich will mir auch die Nägel lackieren. Was ist mit? Yes. Danke. Tut mir leid, kleiner Bär. Aber deine Mission ist sehr, sehr wichtig. Nur ein kleiner Tupfer, so wie sie es gemacht hat. Nun bin ich bereit. Ich lieb's voll. Yo, yo, yo. Zeit ist rum. Kommt her, Mädels. Oh, James. Ganz ruhig, ganz ruhig. Zeit, die Ergebnisse zu betrachten. Yo, Ergebnisse. Los. Hi. Kim, vorher und nachher. Und jetzt Ginger, vorher und nachher. Ginger! Kim! Kim! Ginger! Ginger! Yay! Kim! Kim! Yay, ich hab gewonnen! Aber ich hab mir solche Mühe gegeben, das ist einfach nicht fair! Hier haben wir den Preis. Da ist er. Und er gehört dir. Danke, Jay. Nimm ihn. Nimm ihn. Jay! Okay, die Show ist vorbei. Tschüss. Ginger? Ja? Alles in Ordnung? Nein, ich bin traurig. Weißt du, ich will dir sagen, dass eigentlich du gewonnen hast. Ich gewann? Du hast den Hauptpreis gewonnen. Mich. Ja. Jay! Keine Paparazzi!